Hummel, Hummel, Mors, Mors. Da sind wir mal wieder. Fürst Lustig und neben mir hockt Graf Schabernack. Live aus den Katakomben der Spaßzentrale. Richtig. Graf Schabernack, dem ist eine Laus über die Leber gelaufen. Warum? Weiß ich auch nicht, aber der ist nicht gut drauf. Der ist nicht gut Wahrscheinlich, weil er morgen früh aufstehen muss. Ja. Aber egal, wir sind hier jetzt bei Portal Still Alive. Ja. Xbox Live. Und der Fürst hat es mal ebenso an einem Nachmittag innerhalb von anderthalb Stunden. Nein, an einem Abend. Ah, oder so. Ja. Er hat zumindest sich gedacht, ach, ich habe nichts Besseres zu tun. Machen wir einfach mal eben Portal so hier durch und was. Und dann richtig. Sehr geiles Spiel übrigens. Lade ich mal den Grafen ein und wir kommentieren das einfach mal. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Seehofen. Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Aua. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Ja. Da haben wir also unseren dritten Interviewpartner jetzt eben gehört. Richtig, GLaDOS, ne? Wie sie sich nennen. Genau. So, und du hast das also einfach mal an einem Abend hier mal eben so nebenbei, weil du nichts anderes zu tun hattest. Bitte genau. Begeben Sie sich nach jedem Test in ja. Wir haben ja am Anfang also eine Testphase. Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Also das der Hauptteil des Spiels ist diesen Testkampf. Vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht zu viel verraten. Nein, wir wollen das ja auch sehen. Beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Aperture Science. Also ich finde auch diese Kommentare von ihr, die sind immer richtig geil. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Was hat dich denn dazu bewogen, dieses Game zu spielen? Ja, ich habe eigentlich nur Gutes davon gehört. Ne? Perfekt. Ja. Und ich habe es aber nie selber gespielt. Dabei gibt's das ja schon ein bisschen länger. Das gibt's schon ein bisschen länger. Aber man konnte es bisher auch nur in der komischen Half-Life 2 Orange Box kaufen. Me understand. Wo mich ja der Rest des Inhalts, quasi Half-Life 2, Episode 2 und Team Fortress 2, so viel interessiert wie eine haarige Warze am Arsch. Genau. Ja. Und jetzt gibt es das für den Schnäppchenpreis von nur 1200 Microsoft Points auf dem Xbox Live Marketplace zu erwerben. Nur auf der Xbox? Wir machen das ja. Sehr gut. Das ist schade. Das worum geht es eigentlich beim Portal? Vielleicht wird es dem einen oder anderen nochmal erklären. Es geht darum, dass man Portale schießt. Nein, das ist eigentlich ein. Ich meine, die meisten Leute werden es ja kennen. Du warst ja einer der wenigen, die es nicht kannten, ne? Der Graf guckt böse. Naja, es geht auf jeden Fall darum, es ist mehr oder weniger ein First-Person-Shooter-Puzzle-Game. Also, es ist eigentlich überhaupt kein Shooter. First, lustig, First. Ja. Jetzt hast du so ein geiles Schussgerät gekriegt. Und schießt Portale. Ja, das ist schön. Ist das besonders wichtig? Beheben Sie sich in die Kammerschleuse. Da hast du mal eine Lampe abgekommen. War eine Kamera. Oh. Oh Mann. Eine Lampenkamera. Ja. Sehr gut. Oh. Ja, du hast es ja auch mal kurz angespielt. Was war denn dein erster Eindruck? Klasse! Klasse! Ja, das ist echt mal mit. Also, es ist mal was anderes, oder? Jetzt habe ich gerade mein Mikro weggerissen. Oh Mann. Oh.
Ich Idiot. Wahrlich. Sie sind gar nicht schlecht. Oh, sie sind gar nicht schlecht, hat sie gesagt. Mhm, das stimmt auch. Mhm. Und dann fällt der Kubus jetzt dahin. Also das Prinzip musste ich ja ehrlich sagen, habe ich am Anfang ein bisschen... Sehr gut. Ich sag mal, ne? nicht verstanden. Das ging nicht in deinen Kanisterkopf rein. Aber mittlerweile schießt du Portale wie kein Zweifel. Wie ein Weltmeister. Nein, also es ist einfach eine tolle Spielidee. Ich bin absolut begeistert von dem Game und würde mir auch unbedingt Portal 2 zulegen, wenn es noch nicht so teuer wäre. Ja, dem stimme ich zu. Ne? Ich meine, ich lege im Moment sehr viel Wert darauf, meine nächsten Pifinunzen für FIFA 12 auszugeben. Ich weiß, da bist du ja eher so der Anti. Aber ich habe nicht mal eben die Möglichkeit, nochmal 60 Taler für dieses Game auszugeben. Als Teil eines festen Testprotokolls. Da warte ich wieder. War die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ich sage nur Amazon UK. Meinst du? Ja. Protokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 3. Oh Mann, irgendwie habe ich immer das Gefühl, sie beenden ihre Sätze nicht. Wie kommst du zu diesem... So, was musst du hier denn machen? Das werden wir sehen. Des Zack. Du Fuchs. Klasse. Klasse gemacht. Super. Mensch, so. Und ich sag mal so, der Spielspaß, der ist ganz... Der ist ganz weit oben auf jeden Fall. Unter der Decke. Mhm. Kannst du denn... Jetzt habe ich mal so eine Laienfrage. Kannst du denn auch, sag ich mal, irgendwann mehrere Portale schießen? Warnsignale ja. Für alle Mobilgeräte als immer nur eins. Ja. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Frage beantwortet? Ja, cool. Dankeschön. Und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Lieber Fürst, ich habe mal eine Frage. Wir haben schon sehr viele Rückschläge erlitten in den letzten Tagen. Ja. Warum? Aufgrund technischer Fehler und auch eigener Inkompetenz haben wir es nicht geschafft, den muss sich jetzt unser wohl vorbereitetes Koop-Chaos... Oh, jetzt habe ich es verraten. Du hast Koop-Chaos verraten. Ich habe Koop-Chaos verraten. Beachten Sie, dass ein Scheitern ja Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden... Es gab auf jeden Fall Probleme und irgendwie sind wir jetzt etwas gefrustet von der Gesamtsituation. Ja. Also werden wir das Koop-Chaos denn jetzt gleich schon wieder begraben? Das weiß ich auch nicht so genau. Mensch. Boah, nein, ich bin schon wieder ganz schön müde. Ist aber auch Sandmännchen. Ist schon spät geworden. Mhm. Ich muss gleich ins Bett. In die Haia. Ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, einige Spiele im Koop-Modus durchzuzocken und das dann der Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben echt mal, sag ich mal, richtig herbe Rückschläge erlitten. Vielleicht lag es auch am Game, was wir angefangen haben zu zocken. Ja, wollen wir das jetzt schon hier kundtun oder was? Was meinst du? Nee. Beachten Sie, dass der Anschlag einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Also mit Bier geht's mir. Der Frust. Oh, jetzt rufst du hier auf zu Alkohol. Also, wenn ihr Sorgen habt, Alkohol ist die Lösung. Oh, hier, da habe ich mir einen geleistet. Ey, da ist der Kubus mal da unten. Yay. Klingel. Ah. Also du kommst immer auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus, ne? Willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Und anderthalb Stunden, sagst du, bist du durch mit dem Ding hier? Mhm. So in etwa. So in etwa. Ja, ich finde, man muss jetzt auch nicht alles kommentieren.
Nö, wir können ja einfach auch mal laufen lassen. Hallo, wir wieder. Unsere Führer. Wir wieder. Mhm. Also die Kommentare von ihr finde ich immer richtig witzig. Ja gut, unsere Zuhörer, Zuschauer haben da ja nicht viel von, weil wir immer wieder drüber quatschen. Quack. Aber... Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Spektugal. Ich bin übrigens dafür, dass wir sämtliche Charaktere aus Games zu einem Gesamtcharakter zusammenfassen. Der Impuls, und dann, das Produktausmaß und dann den Obercharakter entwickeln. Zwischen den Portalen beispielsweise gesagt, unseren Claptrap aus Borderlands. Und da hier Schuhe eingeleistet. Oh oh. Das magst du den Leuten zeigen? Die ganzen. Sag schon, wo ich sterbe, das habe ich alles rausgeschnitten. Aber um mich jetzt nicht vor der Schmach zu verstecken, habe ich einen Todescounter eingeführt. Aber in diesem Teil bin ich, glaube ich, nicht gestorben. Ein Todescounter. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht ja, Ihnen ja, das ja, ja. So, hier ist es jetzt soweit. Hier kriegen wir unsere zweite Portal Gun, beziehungsweise die Fähigkeit, auch das orangene Portal. Mhm. Orangene? Das Orange? Eher das orangene Portal. Das orangefarbene Portal zu schießen. Genau, das meine ich. Orangene. Orange. Orange Bogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Holländer. Diese Holländer. Mit Holländern hast du auch so deine Erfahrung gemacht, ne? Ja. Und nicht nur gute. Nicht nur gute, hauptsächlich schlecht. Und davon viel. Und davon aber auch ganz viel, ja. Also du kommst jetzt tatsächlich zu deiner nächsten Garn. Mhm. Langsam, aber sicher. Was lange währt, währt lang. Was lange währt, wird ein Pferd. Ja. Portale gleichzeitig erstellen. Oh, klar. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir so. Ihnen etwas amüsantes. Und jetzt ist das da hinten. Das Gerät, das könnte man jetzt auch vorspielen. Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt 104. Kann man auch sein. Kann man auch machen. Also, jetzt hast du beide ganz. Und nun? Ja, nun geht das weiter. Noch. Somit nähern wir uns schon dem Ende des ersten Parts. Meine ich. Ne? Meinst du? Ja, meine ich. Und ja, wir hoffen euch im zweiten Teil wiederzusehen. Alles klar. Bis gleich. Tschüss.